Das ist die wichtigste Autopremiere des Jahres. Wenn VW einen neuen Golf vorstellt, schaut die ganze Welt hin. Nun geht die siebte Generation des Namensgebers einer ganzen Fahrzeugklasse an den Start. Bei Gewicht, Emission, Komfort und Sicherheit strebt er nach Perfektion. Der Golf 7 ist der erste Volkswagen auf Basis des sogenannten modularen Querbaukastens MBQ. Das vereinfacht die Produktion und hält den Preis stabil. Das ist dann substanziell wichtig, weil dieser Querbaukasten es ermöglicht, dass wir doch unterschiedliche Modelle halt in einer Architektur bauen. Architektur heißt dabei auch, dass die im Prinzip in eine Fabrik hineinpassen und wir damit eine sehr hohe Flexibilität haben, halt je nachdem, welcher Bedarf an Fahrzeugen im Markt ist, halt zu reagieren, um in unseren Fabriken halt genau solche Fahrzeuge darzustellen. Die wohl wichtigste Innovation, das Fahrzeuggewicht. Der Golf 7 ist um rund 100 Kilogramm leichter geworden als das Vorgängermodell und das trotz Verzicht auf den Einsatz teurer Werkstoffe wie Aluminium, Magnesium und Carbon. Dabei braucht der Zuwachs an Sicherheitsfeatures und Komfort eigentlich immer mehr Gewicht. Trotzdem, der Golf 7 wiegt so viel wie das Modell der vierten Baureihe von 1997. Wir haben Technologien gefunden, die von den Kosten eines Golf halt adäquater sind. Also wir können uns bei einem Golf halt nicht diese teuren Materialien leisten. Wir müssen trotzdem das Gewicht holen. Und das haben wir halt mit diesen hochfesten Stählen und mit den neuen Fertigungsverfahren in der Fabrik hinbekommen. Darauf sind wir auch sehr stolz. Die Fertigung von Bauteilen aus ultrahochfestem und warm gekochtem Stahl ist Spitzentechnologie. Der Stahl wird auf 980 Grad erhitzt, glühend in die Presse gebracht und dann in unter 6 Sekunden auf 180 Grad abgekühlt. Die warm umgeformten Komponenten sind 6-mal fester als die herkömmlichen. Das Material wird dünner und dadurch leichter. Eingesetzt werden zudem maßgeschneiderte Blechteile, die unterschiedlich dick sind. So ist das Material nur dort vorhanden, wo es auch wirklich gebraucht wird. Die Produktion ist so präzise, dass die Maßhaltigkeit bei einem Zehntel Millimeter liegt. Satte 23 Kilogramm wurden so bei der Karosseriestruktur eingespart. Gerade diese hochfesten Bleche, die wir einsetzen, die bedürfen also einer sehr präzisen Schweißtechnik. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Bauteile schon sehr präzise sind und damit wir also doppelten Gewinn haben. Also einmal Gewichtsreduzierung, andere auf der anderen Seite eine höhere Steifigkeit des Fahrzeuges, sowohl durch die Materialien als auch durch die Fertigungstechnik, als auch durch die Schweißverfahren. Auch der Verbrauch des Golf 7 wurde so gesenkt. Fast ein Viertel weniger Sprit sollen die umweltfreundlichsten Modelle verbrauchen. Das Lieblingsauto der Europäer soll zudem mit dem ganzen Spektrum alternativer Antriebe angeboten werden, von Gas über Hybrid bis Elektroantrieb. Den Spitzenwert liefert wieder einmal der Golf Blue Motion mit nur 85 Gramm CO2 pro Kilometer und einem Durchschnittsverbrauch von 3,2 Litern Diesel auf 100 Kilometer setzt er neue Maßstäbe für die Baureihe. Keine Frage, auch der neue Golf 7 ist die technologische Speerspitze der Branche, außen wie innen. VW-Vorstandsvorsitzender Martin Winterkorn ist sichtlich stolz. Ich würde mal sagen, da scheppert nichts mehr bei uns, gell?